Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Der Aktionär TV Interview. Heute mal wieder mit Andreas Deutsch. Schön, dass du da bist. Hallo Marco. Wir starten mit Disney in die Sendung. Letzte Woche Donnerstag wurden ja die Zahlen vorgelegt. Spannender war aber, dass man in demselben Atemzug eine neue Star Wars Trilogie angekündigt hat. Genau. Also die Blockbuster für die nächsten Jahrzehnte gefühlt oder zumindest Jahre sind gesichert. Ja, auf jeden Fall. Also diese Cash Cow Star Wars, die ist noch nicht zu Ende gemolken. Ein schönes Wortspiel, aber es ist einfach nur mal so. Jetzt im Dezember kommt ja der neue Star Wars, dann 2019 kommt wieder einer und darüber hinaus hat Bob Iger, der Disney-Chef, dann eine Trilogie angekündigt. Also klar, das ist ein Thema, was noch längst nicht durch ist. Ich glaube, 35 Milliarden Dollar allein Merchandising seit dem ersten Star Wars-Film in den 70er Jahren hat Star Wars geliefert. Fantastisch, kann man da nur sagen. Aber Disney ist ja auch noch von anderer Seite her spannend. Also wir haben ja hier diese Spekulation, dass Disney Assets von Fox übernimmt, also 20th Century Fox. Dazu gehört zum Beispiel Simpsons, Fargo, das sind zwei der besten Serien, die jemals im TV gelaufen sind. Aber auch mehrere Kinofilme, stimmt langsam zum Beispiel. Avatar, das ist ja der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und X-Men, also auch Helden aus der Marvel-Serie, wo Disney ja Marvel übernommen hat, aber die von Fox produziert werden. Und wenn die beiden dann zusammengehen, das wäre natürlich der absolute Kracher dann in der Branche. Eine Analystin war direkt begeistert, hat gesagt, das wäre ein Traum, der wahr würde. 20 bis 30 Milliarden Dollar, hat sie gesagt, wird das Ding, wird der Coup dann kosten für Disney. Aber das wird sich auf jeden Fall amortisieren, also in ein paar Jahren. Wir sind ja jetzt bei Disney schon pro Jahr bei 7,5 Milliarden Dollar Kinoeinnahmen. Und mit Fox zusammen, das wären dann locker 10, 11, 12 Milliarden dann im Jahr. Und naja, also wunderbar. Von jeglicher Seite noch viel Fantasie auf jeden Fall. In ESPN hätten wir dann noch diese Fantasie, dass der Streaming-Kanal ja 2019 dann startet. Und das ist auf jeden Fall auch was man noch ausbauen kann. Kooperation mit Facebook, mit Amazon. Dieses ganze Streaming-Thema im Sport und im Entertainment-Bereich, also noch lange nicht durch für Disney. Und das würde der Aktie auf jeden Fall gut tun. Wir haben ja hier eine längere zähe Geschichte. Also wenn wir jetzt hier den Abwärtstrend, der dann durch ist mittlerweile, die Aktie konsolidiert, aber jetzt hier auf diesem Niveau, 200 Tage, die noch ein Stück entfernt. Also charttechnisch könnte es auf jeden Fall etwas besser aussehen für Disney, vor allem wenn man es länger anschaut, da ist einfach noch nicht so viel Bewegung drin. Aber fundamental bietet die Story auf jeden Fall sehr viel Fleisch. Wenn wir uns den Merchandise von Disney kaufen wollen, könnten wir das tun bei Hasbro. Und richtig. Hasbro hat ja jetzt, oder Mattel, hat offensichtlich die Avancen von Hasbro abgewiesen. Das hieß es jetzt zumindest aus Insider-Kreisen, ist noch, glaube ich, das letzte Wort nicht gesprochen, oder? Absolut nicht. Nee. Also das wäre jetzt irgendwie sehr komisch, wenn die Beteiligten das Thema dann jetzt nach einem Spruch, dann sagen wir, nee, dann lassen wir es. Also ich meine, das Thema ist ja länger bekannt, das wird schon ewig im Markt gespielt. Also ich habe alte Artikel gefunden, Anfang des Jahrtausends, wo dann auch darüber spekuliert wurde, Hasbro und Mattel, das wäre wirklich eine tolle Einheit. Jetzt scheint das Interesse von Hasbro da zu sein und naja, vielleicht ist es am Ende eine Sache des Preises, weil es heißt ja, dass Mattel, das Mattel-Manager gesagt hat, das Angebot ist viel zu günstig für Mattel, wir sind mehr wert und das ging ja natürlich hier nach Locken und schauen wir mal. Also es wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll für Hasbro, für beide Konzerne, also Mattel ja in der Krise, aber ich denke mal, dass hier sehr viele Synergien gehoben werden können. Zum Beispiel auch im lukrativen chinesischen Markt, der ja 10% wächst im Jahr. Und wenn Hasbro es dann zusammen mit Mattel hinbekommt, die Spielzeuge etwas smarter zu machen, also dass der Lerneffekt größer ist, also darauf stehen die Chinesen extrem, dann kann man hier sich ein ordentliches Stück vom Kuchen abschneiden und naja, da bin ich auch weiter bullish für die Aktie. Schauen wir uns kurz den Chart an, Konsolidierungsphase hier bei Hasbro, 200-Tage-Linie. Noch ein wenig weg, aber ich finde keinen Grund zur Sorge, das Potenzial ist da, mit oder ohne Hasbro, mit oder ohne Mattel. Star Wars hatten wir eben schon besprochen, dann haben wir die Eisprinzessin, die bald wieder ins Kino kommt, also hier das Merchandising-Geschäft funktioniert und wenn Hasbro diesen Schritt geht zu mehr Smart Toys, diesem Supermarkt, dann ist das ein ganz, ganz klasse Unternehmen, also eine klasse. Ist es ja eh schon. Wenn die sich jetzt nicht einigen sollten, käme auch eine feindliche Übernahme bei den in die Frage? Ja, das muss man halt schauen. Also, es ist halt auch eine kartellrechtliche Sache. Ne? Aber ich denke mal, da werden die Anwälte das auch schon getestet haben, lanciert haben. Aber ja, du hast recht. Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit.
schon. Das hat ja eine Zeit lang beflügelt jetzt schon die Fantasie. Ja. Ist ja bei Mattel gerade ist die Aktie ordentlich angestiegen. Jetzt zuletzt Verluste, weil es halt jetzt hieß, klappt vielleicht auch nicht. Ja, aber die haben sich auch noch im Rahmen gehalten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Traum dann jetzt von der Börse geplatzt ist. Aber man sieht es ja hier auch, das ist halt wirklich ein Desaster, dieser Abwärtstrend von Mattel, weil die letzten Zahlen auch wirklich extrem schwach waren. Und ich denke mal, wenn Hasbro und Mattel zusammengehen, dann kann man dann auch von externer Seite, so von Hasbro-Seite dann filetieren und sich auf die Top-Assets dann konzentrieren und da eine Frischzellenkur Mattel dann verpassen. Und ich meine, Barbie ist ja jetzt nicht tot, also es ist ja immerhin noch ein Kultspielzeug. Das stimmt. Dann wechseln wir jetzt mal die Branche, schauen auf Constellation Brands als nächsten Wert, den du uns mitgebracht hast. Und vom Spielen zum Saufen. Richtig. Und hier sieht es auch viel besser aus, was den Chart angeht. Absolut. Ja, das ist ja mal ein schöner Chart. Also das ist ja im Mattel-Chart dann nur umgedreht. Ja. Der Aufwärtstrend, der geht ja noch viel länger zurück, wenn man uns das anschaut. Also das ist ja von 2003, wo die Aktie noch bei $4 stand. Und wir haben jetzt hier zuletzt ein neues Allzeithoch gemacht bei $220, ein paar zerquetschte. Ja, Constellation Brands, das ist einfach sensationell. Also Corona ist ja ein Kultgetränk in Amerika, ein Kultbier, gerade bei den Millennials, wo wir es wieder haben, wozu du auch gehörst. Und jetzt steigt das Unternehmen auch noch ins Cannabis-Geschäft ein. Also hätten wir hier Rausch hoch zwei. Einmal saufen, einmal kiffen, einmal Bier trinken und einmal kiffen. Und das ist natürlich auch so ein Megamarkt. Also da gibt es Schätzungen, dass man hier 2029 von $100 Milliarden Umsatz spricht, allein in Amerika. Und da kann sich Constellation Brands eine Scheibe von abschneiden und die Aktie wird das auch weiter antreiben. Also das ist ein schönes Unternehmen, wunderbar, viel Fantasie, immer wieder neue Produkte, Corona Light, Corona Extra, dann mit noch weniger Kalorien, wo man da sich noch neuere Zielgruppen erschließen kann. Ich finde die Aktie wirklich gut, Gewinne laufen lassen. Dann wechseln wir jetzt zum deutschen Markt, schauen sich schon mal, was sich da getan hat, zuletzt bei Adidas, dem ersten von drei Werten, die wir jetzt noch dabei haben. Ja, sieht momentan nicht ganz so gut aus mehr, nach den langen, deutlichen Aufstiegen in den letzten Jahren. Genau, es sieht aber wieder besser aus, weil man sieht ja hier, dass die Aktie hier die 200-Tage-Linie getestet hat. Das wäre natürlich ein gefährliches Verkaufssignal geworden, wenn es hier wirklich nachhaltig runtergegangen wäre. Aber die Aktie hat sich berappelt, ist wieder gestiegen, nimmt wieder Kurs hin hier auf diese Konsolidierungsphase. Adidas, die Erwartungen sind extrem hoch an Adidas. Das haben ja die letzten Zahlen dann auch gezeigt. Das Wachstum ist nicht mehr ganz so hoch, aber die Marge wird immer stärker. Und das ist ja das eigentlich, warum Rorsted angetreten ist bei Adidas, dass Adidas einfach profitabler wird und sich da Nike nähern kann. Also ich finde, die Story ist noch nicht vorbei. Die Marke ist nach wie vor sehr gefragt in Amerika und in weiten Teilen der Welt. Also hier kann man auf jeden Fall dabei bleiben. Wir haben als Ziel 210 Euro. Hier hat also der Test der 200-Tage-Linie oder ist geglückt. Ja. Jetzt schauen wir auf Zalando und da wird es jetzt aktuell sehr spannend, denn wir notieren ziemlich genau auf dieser Marke. Genau, ja. Naja, gut, die Zahlen sind da noch nicht verdaut. Also das ist ja wirklich nicht so stark ausgefallen, wie es erwartet worden war. Aber der Fokus liegt weiter hier auf Wachstum und die Marke noch bekannter zu machen, noch mehr Kunden reinzuholen ins Boot. Und naja, also das ist Zalando auf jeden Fall geglückt. Die Sache mit der Profitabilität, die steht dann hinten an jetzt erstmal. Also es ist ja im Grunde die Amazon-Story, die Amazon ja über Jahre gebaut hat. Kundenwachstum steht an erster Stelle. Da ist Zalando auf einem sehr guten Weg und du hast es richtig gesagt. Also jetzt wird es spannend. Hier ist es auch geglückt, dass die 200-Tage-Linie dann zurückerobert worden war. Und naja, hier würde ich auch sagen, dabei bleiben. Werden wir auf jeden Fall weiter im Auge behalten und schauen zuletzt noch auf CW, Color. Da ist ja die Aktie zuletzt wieder angestiegen, jetzt aber in den letzten Wochen im November deutlicher Rücksetzer wieder. Ist aber auch nicht so ungewöhnlich, weil wir sehen ja hier wirklich eine starke Aufwärtsentwicklung bei CW und jetzt hier Gewinnmitnahmen. Finde ich aber jetzt auch nicht so dramatisch, weil die Zahlen fürs dritte Quartal, die waren wirklich gut und wir haben ja im Moment das vierte Quartal und das vierte Quartal natürlich das stärkste Quartal, wo dann wieder Fotobücher und diese ganzen individuellen Geschenke, wo dann Fotos eingearbeitet werden können, verschenkt werden zu Weihnachten. Kalender zum Beispiel auch wieder von den Enkelkindern oder Kindern. Und das sollte jetzt auch dieses Jahr klappen. Ich finde die Aktie nach wie vor zu günstig bewertet, wenn man es im historischen Vergleich sieht. Und es ist ja auch eine Wachstumsstory mit einem sehr innovativen Management. Und deswegen sage ich auch hier dabei bleiben. Gut, dann Dankeschön für deine Einschätzung, Andreas. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen.